Schönes Ding hier, DSDS in Kasachstan, ja, Freestyler, schönes Ding. Ja, herzlich willkommen zu Perlens Wochenrückblick. Wir fangen mal gleich an, ja. War eine sehr bewegte Woche gewesen. Ich kann jetzt schon mal sagen, in Teil 2 gibt es Gina Lisa zu sehen mit ihren neuen Plastikhupen. Also ihr müsst doch auf jeden Fall Teil 2 kicken, findet ihr hier unten als Videokommentar oder Favoritenliste Pilerman, Alter, ja. Aber jetzt geht's erstmal los mit Teil 1, Alter. Und zwar, it's very hot in Berlin, Alter. It's getting hot in here, take off all your clothes, ja. ICE, Klimaanlagen ausgefallen, ja. Wir wissen alle, ICE, Bahn ist an die Börse gegangen vor ein paar Jahren. Das heißt, wenn man Börse geht, darf man kein Geld ausgeben, weil man muss sparen, Alter, ja. Jetzt sind hier die ersten Leute umgekippt, ja. Hier, ICE, warte mal kurz. Hier nochmal ICE, ja, Bahnchaos, alles noch viel schlimmer. Experten warten schon im März, die wussten es schon die ganze Zeit, ja. Das ist jetzt so heiß, das gibt Durchsagen bei der Bahn. Warte mal, ich versuch's mal nachzumachen. Wenn du ICE fährst, ja, kann man jetzt zum Beispiel sowas hören. Liebe Fahrgäste, in Wagen 2 machen wir jetzt einen Eukalyptus-Aufguss. Ja, für die Saunafreunde, die Bahn fahren, ja. Schöne Sache, ICE, ja, richtig geil. So, Merkel, ja, hier, ernst kleine Bild. Merkel, Europäerin des Jahres, Alter. Hättest du auch getippt, wann das hier wird. Richtig geil, ja. Und zwar hat sie den Preis unter anderem gekriegt für ihre Ausdauer, ja. Heutzutage nennt man Ausdauer, Alter, wenn man einfach nichts macht, Alter, ja, die ganzen wichtigen Sachen und an seinen Stuhl klebt, Alter, das heißt heutzutage Ausdauer, ja. Nächste schöne Sache hier, auch gleiche Thema Hitze, ja. Bus. Angst, ja. Bus bei uns in Berlin öfters vom BVG, ja, hier sieht man die Wolke. Kann sein, ja, dass der Busfahrer sehr heißen Reifen fährt und dann brennt die ganze Höhle ab, Alter, ja. Schönes Ding, ja. Also Vorsicht in öffentlichen Verkehrsmitteln. Aber richtig geil, Trost jetzt für uns, Klima hoch. Berlin bekommt 600 Superhaltestellen. Besonders jetzt geil, beheizte Bänke, ja. WLAN. Handy-Ladestation, ja. Hier verpasst man ja den Bus. Ich sage mir ganz ehrlich, Alter, wenn ich ins Internet will, kann ich gut zu Hause bleiben, oder? Bleib doch nicht Bus fahren. Was ist das für eine Scheiße? Ja, sollst lieber Investitionen machen, 600 Busse, die auch kommen, Alter, wenn auf dem Plan steht. Ja, nächste Ding auch wieder, Thema Hitze, ja. Ist halt knaller Sommer, Alter, ja. Hier war nächste Diskussion in Berlin. Badeverbot in langen Hosen, ja. Und zwar deswegen, die sagen, die gehen alle mit den langen Shorts baden, gehen rinnen Wasser, ja. Komm raus, haben 2 Liter Wasser in der Hose, ja? Ist natürlich Becken irgendwann alle. Ist jetzt echt, ist kein Spruch von mir, steht hier. Kannst du gerne, kannst du nachher durchlesen, wenn du willst, Klimo, ja? Ich habe überlegt, ich mache auch Forderungen, Alter. Ich fordere Bikini-Verbot ab Körbchengröße C, Alter. Wenn die da richtig Stoff haben und was, verstehst du? Und der andere Vorteil ist natürlich, dass man Spaß hat mit Kicken. Ja, auch schöne Sache, habe ich mir überlegt, ja? Haben sich auch beschwert, ja, stand auch in der Zeitung, in den Freibädern, weil die Leute alle nicht duschen, ja, bevor sie ins Wasser gehen. Ich meine, seien wir ganz ehrlich, die meisten gehen nicht mal aufs Klo, bevor sie rennen, ja. Da hat man aber wieder den Vorteil, dass das Wasser, was man in der Hose rausnimmt, hat man in Urin wieder in Becken eingebracht. Das heißt, der Pegel bleibt gleich ungefähr. Ja, 2 Liter Bierfeuer weggebracht im Becken, Alter, fantastisch, ja. Schöne Sache hier, auch Schwimmbad wieder. In Neukölln, ja, bei uns Berlin hier so ein bisschen Bezirk in der City, ja. In Neukölln, ja, Schlägerei, ja. Hier vorne ist, wenn du mal kriegst, das kleine Bild. Hier ist ein Eimer, ja, mit Messer und so weiter. Die machen da richtig Einlasskontrolle, ja. Weil die Leute denken, kann ja sein, dass ich mir einen Apfel schälen will im Schwimmbad, ja. Nehme ich mal meinen Butterfly mit. Mal wissen, wie was los ist, ja. Unsere fantastische Regierung. Wir haben leider keine neue Regierung. Aber wir haben einen neuen Regierungssprecher, der Typ hier. Heißt Steffen Seibert, der hat ZDF, glaube ich, vorher war, der steht ja hier, ZDF-Moderator. Der ist jetzt Regierungssprecher, der versucht also sozusagen
Schwanzbegrenzung verbal zu betreiben, ja. Aber im Endeffekt, wir wissen ja alle, nö, wenn man Scheiße in Geschenkpapier einwickelt, ist trotzdem Scheiße, Alter, ja. Wird nicht viel ändern, glaube ich, ja. Was ist hier los? Die Gesundheitsexperten streiten um Homöopathie, ja. Homöopathie, Clemo, hat nichts mit Schwulitäten zu tun, Alter, sondern ist alternative Medizin, ja. Und zwar deswegen keinen wissenschaftlichen Nachweis für den Nutzen. Besonders für die Pharmaindustrie gibt es keinen wissenschaftlichen Nachweis für den Nutzen von Naturmedizin. Weil Naturmedizin können sie nicht herstellen, weil Natur stellt sich selber her. Ja, ist natürlich ein Problem, ja. Experten fordern Löhne rauf gegen die Krise, ja. Müssen in allen Branchen um 3% stehen. Und die Experten hört sowieso keiner, ja. Nächste schöne Sache. Da muss ich mal... Stift brauche ich? Stift? Oh, okay, Stift, ja. Erstmal erzähl ich euch. Hier ganz krass, ja. Damit wir denken, ach, ist ja doch ihr Recht, wo wir leben, ja. Erster Gierbanker verurteilt, ja. Hier ist er. 100.000 Euro muss er an gemeinnützige Vereine zahlen. Und er hat 10 Monate Haft auf Bewährung, ja. Jetzt fragen wir uns, was hat der Mann gemacht dafür, ja. Er hat über 10 Milliarden Euro hat er versenkt sozusagen, ja. Und... er hat 1 Million Bonus kassiert und seine Dienstvilla bauen lassen, ja. Das kann er behalten, ja. Jetzt mache ich euch mal die Rechnung, dass ihr seht, ihr denkt, 100.000 Euro muss er spenden. Oh, ist ja krass. Pass auf, er hat verkackt 10 Milliarden. Ich bin nicht süd, Mann. Aber ich glaube, 10 Milliarden ist wie 10 Millionen. Das sind 10 Millionen. 10 Milliarden sind nochmal 3 Nullen mehr. Ist das richtig? Ich weiß auch nicht. Obwohl, du hast die Kohle, ja. Du müsstest eigentlich wissen, Alter, wie dein Kontoauszug aussieht, Clemo, ja? So, 10.000. 100.000 muss er Strafe zahlen. 100.000 sind so viel. Jetzt streichen wir mal die Strafe weg. Das heißt, pro 10.000 Euro muss er in Euro Strafe zahlen. Ja? Stell dir mal vor, Clemo, wir machen bitte Banküberfall, ja? Nur mal angenommen jetzt, ja, Banküberfall. Wir wollen nicht sagen damit, dass wir Banküberfall machen, aber angenommen. So, wir machen Banküberfall und machen wir mal aus den 10.000 Euro... 100.000 Euro, ja? Wir erbeuten 100.000 Euro, ja? Bei 10.000 Euro musst du gleich 1 Euro zahlen. Bei 100.000 Euro ist eh eine 9 Euro mehr, also 10 Euro. Wir machen 100.000 Euro Banküberfall, werden erwischt und müssen kriegen Bewährung und müssen 10er Strafe zahlen. Richtig krass. Ich finde gut, dass so Gerechtigkeit ist in Deutschland, ja? Den haben sie richtig fertig gemacht. Der wird nächstes Mal überlegen, oh, Alter, den 10er habe ich den, Alter, und kann ich mir das leisten, diesen Verbrechen zu begehen? Man weiß es nicht, ja? Ich glaube, so kriegen wir Gerechtigkeit in Deutschland. Ich finde gut, dass sie durchgreifen, ja. Natürlich andere große Thema, ja. Spanien, Alter, ist Weltmeister geworden, ja. Wir haben es alle gesehen, ja. Im Nachhinein natürlich, Philipp Lahm war ja Kapitän, hat angemeldet auf Chef. Er will Chef bleiben, Alter, man ist gut gelaufen, ja. Ballack war ja Holiday, ja, mit, auf Krückenhausen, Alter, ja. Ballack schlägt zurück, ja. Ich bin der Kapitän in der Nationalmannschaft. Ist kein Wunschkonzert. Ich werde das mit Lahm persönlich klären, ja. Vielleicht Schlägerei, man weiß nicht, oder Diskussion nur. Wir werden leider nicht dabei sein, weil er macht persönlich und nicht öffentlich, ja. Hier, neue Absaugglocke soll Ölpest stoppen, hat er bestimmt auch mitgekriegt, ja. Das hat überhaupt noch nichts passiert, ja. Das ist, als wenn du einen Top hast, Alter, aber du hast keinen Deckel, der passt, Alter, ja. Deswegen macht überhaupt keinen Unterschied. Problem, ja. Oh, 10 Minuten rum. Was sagt der Display? 8,50. Ah, dann können wir doch schnell ein paar Geburtstagsgrüße raushauen, ja? Diese Woche Geburtstag, Alter. Kachelmann, ja? 52. Geburtstag im Knast, ja? Ich habe heute auf Facebook einen schönen Witz gelesen, ja? Von Ihnen, Mickey heißt der. Ja, und zwar hat er gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch und er wird im Knast schon ihn finden, der ihm die Kerze ausbläst, ja? Schöne Sache. Vielleicht darf er mal zur Ausnahme, darf er alleine duschen mal, weil er Geburtstag hat. Ja, schnell noch in Ding hinterher, Alter. Ganz krass. Guck mal hier. Hast du mitgekriegt, Clemo? Menowin ist abgetaucht. Habe ich auch nicht mitgekriegt. War der überhaupt schon aufgetaucht? Kriegt man nicht mit, ja. Was soll man machen? Wir fragen nochmal den Hund. Roxy, hast du mitgekriegt? Nee, hat er auch nicht mitgekriegt. Hat also keiner mitgekriegt, ja? Teil 2, wie gesagt, findet ihr gleich wieder. Am besten hier oben Abonnement machen. Ihr kriegt alle Videos. Als Erste, ja, exklusiver Mengte, Alter, for free, ja. Jetzt kommt gleich Teil 2, Alter, und dann ist richtig noch Hupenalarm, Alter, ja. Ich freue mich selber schon, wenn ich mir die Sahnepfeifen wieder ankicken darf. Bis gleich, tschüssi.